So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Knights of the Old Republic. Die Ritter der alten Republik. So, wir sind jetzt in den Slums und schauen uns mal ein wenig um. Sieht schon schäbig aus hier unter der Stadt. Ausgestoßener Heiler. Wartet, Oberweltler. Ihr dürft nicht durch das Tor gehen. Dahinter liegen Leid und Gefahr. Dreht um, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wer seid ihr? Gefahr und Leid? Also das heißt, ich möchte euch vorstellen. Gib mir sagen, wo ich hingehen kann und wo nicht. Ich bin Esala, die Dorfheilerin. Ich setze mein Wissen und unsere geringen medizinischen Vorräte ein, um Verletzte und kranke Ausgestoßene zu behandeln. Doch trotz meiner medizinischen Kenntnisse kann ich für die armen Kerle hinter dem versperrten Tor nichts tun. Die Dorfbewohner, die an der Rakgul leiden, sind hinter dem Tor in Quarantäne. Sie könnten sich jeden Augenblick in die schrecklichen Monster verwandeln, die dazu in der Lage wären, uns alle zu zerstören. Also sperrt ihr sie einfach in einen Käfig? Für die Sicherheit des Dorfes müssen wir die Infizierten wegsperren. Und sobald sie sich in Rakgul verwandeln, lassen wir sie sich gegenseitig zerstören. Gott, ist ja bestialisch. Wir können für die infizierten Dorfbewohner nichts tun. Selbst das Serum, das gegen die Rakgul wirkt, hat jetzt keinen Nutzen mehr. Niemand wäre so dumm, in die Käfige zu gehen, um ihnen das Heilmittel zu verabreichen. Die Infizierten können sich jeden Augenblick in Rakgul verwandeln und angreifen. Ich kann den Infizierten nicht helfen. Sie müssen sterben, damit der Rest des Dorfes leben kann. Ich akzeptiere die Tatsachen. Wenn ihr denkt, ich wäre deswegen feige, dann ist das halt so. Ich kann euch nicht daran hindern, durch das Tor zu gehen, Oberweltler. Doch wenn sich die Infizierten bereits in Rakgul verwandelt haben, spaziert ihr in euer Grab. Ja, was auch immer. Bitte, hilf uns! Wir sind mit dieser Rakgul-Krankheit infiziert. Wir können jeden Moment... Ah! Nein! Bitte nicht! Nein! Oh. Okay. Okay, die sind ein bisschen zu heftig. Dann laden wir nochmal. Okay, da hat die nette alte Dame nicht übertrieben. Das ist wirklich Himmelfahrtskommando. Sollten wir vielleicht doch nicht rein. Okay. Ich doch. Also. Für die. Wir. Niemand. Ich. Ich kann euch nicht. Okay, das wollte ja nie. Schön. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr mit Genda sprechen. Er ist der Anführer. Doch trotz meiner medizinischen Kenntnisse kann ich für die... Okay. Leb wohl. Genda. Seid mir gegrüßt, Oberweltler. Normalerweise sieht man euresgleichen hier in den Slums nur selten. Es ist komisch, dass in letzter Zeit so viele Oberweltler hier herunterkommen. Nichts für ungut, aber langsam wird mir klar, warum die Leute diesen Ort normalerweise meiden. Warum seid ihr an diesem dunklen Ort, an dem niemals die Sonne scheint, gekommen? Gibt es etwas, das ich oder mein Dorf für euch tun kann? Ich werde euch so gut helfen, wie es mir möglich ist. Wir sind die Ausgestoßenen. Wir wurden von der Oberfläche für unsere Verbrechen in die Slums verbannt. Wir haben uns zusammengeschlossen und dieses Dorf gegründet, damit wir in dieser feindseligen Umgebung überleben können. Ich bin Gendar, Anführer des Dorfes. So wie mein Vater vor mir und mein Großvater vor ihm.
Viele von uns sind schon seit Generationen hier. Unsere Ahnen haben uns vor langer Zeit verstoßen. Es gibt keine Rückkehr zur Oberfläche für uns oder unsere Nachkommen. Doch irgendwie schaffen wir es, zwischen all dem Dreck und den Banden von tödlichen Rakgul zu überleben. Das Leben hier unten kann ziemlich hart sein. Es kann einen Mann brechen. Viele hier im Dorf sind verbittert und hoffnungslos. Vor allem jene, die erst vor kurzem hier heruntergekommen sind. Doch das Leben geht weiter und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Vielleicht werden wir ja eines Tages einen Weg finden, ein besseres Leben zu führen. Ha, mir sollte mal jemand zuhören. Jetzt rede ich schon wie der alte Ruckel. Er ist der älteste Mann im Dorf. Er ist ein netter, alter Mann. Doch ich fürchte, diese Welt hat ihn bereits ermüdet. Er träumt davon, ihr zu entfliehen. Er träumt davon, eine bessere Welt zu finden. Ihr könnt ja mit ihm sprechen, wenn ihr wünscht. Er treibt sich irgendwo im Dorf herum. Wie ich schon sagte, er ist eine gute Seele. Aber er liebt es, sich an seine Illusionen zu klammern. Die Rakgul sind Monster. Grausige Mutanten, die sich von unserem Fleisch ernähren. Wenn sie jemanden mit ihren verseuchten Zähnen verletzen, kann er sich mit der schrecklichen Krankheit anstecken, so dass er selbst zu solch einer Ausgeburt wird. Wir kennen kein Heilmittel für die Krankheit. Daher müssen wir jene, die angesteckt werden, zum Schutz des ganzen Dorfes verbannen, bevor sie sich verwandeln können und über uns herfallen. Stellt eure Fragen, Oberweltler. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Obwohl ich wenig über Dinge weiß, die sich nicht in den Slums abspielen. So, okay. Genau, wir suchen eine Twi'lek-Namens-Mission. Ja, ich habe diese Twi'lek öfter gesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Sie und ihr Wookie-Freund kommen oft durch unser Dorf, wenn sie die Kanalisation durchforsten. Es gibt in den Slums zwei Eingänge in die Kanalisation. Einen findet ihr nordöstlich von unserem Dorf, der andere ist im Südosten. Aber die Kanalisation ist gefährlich, Oberweltler. Solltet ihr es tatsächlich wagen, in die dunklen Gänge einzudringen, nehmt schwere Waffen mit. Es sei denn, ihr wollt im Magen eines Rakgul enden. Stellt euch... In letzter Zeit gab es bei uns im Dorf viele Besucher von der Oberfläche. Schwer bewaffnete Truppen, Mitglieder von Swoop-Banden und Söldner. Sie wollen unsere sonnenlose Welt durchsuchen. Sie suchen sogar in der Kanalisation. Okay. Es gibt in den... Ja, okay, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung, weil ich aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen bin und dadurch hat sich das Spiel minimiert und dadurch, ja. Er sagte, er treibt sich hier irgendwo in dem Dorf rum. Er steht direkt gegenüber. Wow, was für ein Anführer. Er kennt sich wirklich gut aus in seinem Dorf. Das muss man ihn einfach lassen. Wirklich, wirklich gut, Kinder. Wirklich gut. Wirklich gut. Hallo. Ach, die haben wir schon. Oh. Die hat uns ja begrüßt, Empfangskomitee. Iga. Hey, ihr seid doch nicht aus dem Dorf. Ihr seid aus der Oberwelt, oder? Ja, genau. Ihr habt sicher Credits. Vorsicht, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich heiße Aigir. Ich betreibe einen kleinen Gebrauchtwarenladen hier. Wollt ihr etwas kaufen? Ich habe ein paar gute Angebote. Ja, genau. Wenn irgendeiner der Dorfbewohner etwas Brauchbares in den Slums findet, bringt er es mir. Ab und an kommen Mitglieder der Banden aus der Unterstadt hierher und kaufen mir die Dinge ab. Sie geben mir Nahrung und Medizin für Maschinenteile, alte Blaster und so ein Zeugs. Manchmal geben sie mir sogar Credits, wenn ich wirklich gute Waren habe. Okay. Da geht ihr besser zu Gendar. Er ist der Sprecher für unser Dorf. Ich betreibe nur den Laden hier.
Ich möchte ihn ja nicht verärgern, indem ich irgendwelche Fragen falsch beantworte. Gendar kann mich ohnehin nicht leiden. Gendar meint, ich sollte die Profite, die mein Laden abwirft, mit dem ganzen Dorf teilen. Er meint, wir sitzen alle im gleichen Boot, also sollten wir auch alles miteinander teilen. Aber ich bin derjenige, der den Laden hat. Ich bin derjenige, der die Geschäfte macht. Die anderen bringen mir doch nur das Zeug, damit ich mit den Oberwäldlern handle. Warum sollten die etwas abkriegen? Er hat mich vor kurzem dabei ertappt, dass ich die Vorräte gehortet habe. Ich dachte mir, ich warte, bis die Nahrung knapp wird. Dann könnte ich sie den Leuten anbieten, die sich mir statt Gendar anschließen. Dann wäre ich der Anführer. Doch Gendar hat mich dazu gezwungen, meine Vorräte zu teilen. Seit damals vertraut er mir nicht mehr. Er lässt mich aber wegen meines Geschäfts hier bleiben. Ohne mich hätte das Dorf keine Überlebenschance. Wenn Sie geben... Okay. Ist nicht die beste Ware. Shiny Panzer, Vibro-Klinge, schwere Blaster. Naja, ist jetzt wirklich nichts Cooles. Wirklich überhaupt nichts Cooles. Lauf, Henda, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Er wird es schaffen! Lauf, Henda, lauf! Öffnet das Tor! Rasch! Es ist nicht viel Zeit! Das kann ich nicht. Die Ragule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, mach, dass er das Tor öffnet. Henda wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Ragule in der Nähe sind. Ihr seid bereit, euer Leben für einen Fremden zu riskieren? Entweder seid ihr sehr tapfer oder sehr dumm. Ich werde das Tor für euch öffnen, Oberwäldler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes nicht zu gefährden. Okay, wo ist denn der Ragul da? Oh shit. Okay. Was halt ich? Mann! Alte Schlappnudel. Okay, ja? Guck noch. Schlepperheld. Mr. Wagner. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mich gerettet habt, Oberwäldler. Wenn ich mehr hätte als diese Lumpen am Leib, würde ich es euch geben. Doch wir haben hier alle nichts. Ich hab noch immer dich, Hände. Das ist alles, was ich brauche. Gehen wir ins Dorf zurück. Juhu. Danke, dass ihr Hände gerettet habt. Ihr seid tapferer als ich, Oberwäldler. Vielleicht haben wir Ausgestoßenen schon so lange in Furcht gelebt, nur auf unsere eigene Sicherheit bedacht. Vielleicht können wir ja etwas aus eurer Tapferkeit lernen. Doch genug geschwafelt. Kann ich etwas für euch tun, Oberwäldler? Ich bin Trevin aus dem Dorf der Ausgestoßenen. Es ist meine Aufgabe, die Tore zu bewachen und darauf zu achten, dass sie stets geschlossen sind, um uns vor den Ragul zu schützen. Ich bewache nur die Tore. Gendar. Okay. Wo? Wie war der Name noch? Wieder vergessen. Ach, Torwache. Okay, einfach nur Torwache. Er hatte auch einen Namen, aber ich habe ihn wieder vergessen. Gut. Unwichtig. Er ist nur die Torwache. Braucht kein Schwein. So. Aber jetzt zum wichtigen Menschen hier. Nämlich Rukil. Wovon Gendar ja nicht wusste, wo er ist, denn er ist ja irgendwo im Dorf.